Ja, meine Lieben, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Ich glaube, es ist jetzt die, wenn ich mich nicht irre, die fünfte. Und wir wollen hier mal ein bisschen weiterbauen. Kam hier jetzt ein paar Tage, kam keine Folge. Das liegt daran, dass ich einfach überhaupt keine Zeit hatte. Nimmt mir das nicht allzu übel, aber ich muss ja auch noch ein bisschen was anderes tun. Ich lebe ja nicht hier von YouTube, sag ich mal. Und deswegen muss ich auch hin und wieder mal was anderes tun. Ich würde sagen, wir stellen mal nochmal einen Entertainer ein. Wir haben, glaube ich, jetzt erst zwei. Den Piraten und die Prinzessin, glaube ich. Moment, Entertainer sind ja die hier. Ne, wir haben sogar nur den Dino bisher. Ich dachte, wir hätten den Piraten auch schon. Na, dann haben wir ihn halt jetzt. Und was ich noch einstellen wollte, war hier die komische Kuh. Ja. Einmal zu oft. Mit dem komischen Gymnastikball dort. Das ist auch sehr geil. Ja, wunderbar. Nun gut. Lass uns mal ein bisschen weitermachen. Und zwar lasst uns hier mal so einen kleinen... Na, ich mach's einfach mal. Ihr werdet es ja dann sehen. Ne, der hier war's. So. Aber wir spielen ja mit Geld, ne? Ja, jetzt muss ich ja aufpassen. Nicht, dass wir gleich kein Geld mehr für irgendwas anderes haben hier. Ach, guck mal, der hier ist sogar noch besser. Uiuiui, ist das teuer. Zack, da geht das Geld flöten. Naja. So, dann einmal hier und dann möchte ich hier auch noch mal ein bisschen rein. Zack. Und dann möchte ich mal schauen, ob ich das jetzt so hinkriege. Man da jetzt so einen Weg runterbauen kann? Na, ich glaube nicht, ne? Ah ne, da ist recht nicht. Na, so auch nicht. Aber das lassen wir einfach mal so hier. Huch. Ah, ist nicht so schlimm. Wir könnten mal versuchen. Ja komm, lass uns doch hier mal rein. Dann können wir hier auch mal eine Achterbahn durchbauen vielleicht. Das ist vielleicht mal eine gute Idee. Ich habe nur keinen blassen Schimmer, wo wir hier wieder rauskommen. Ah, da. Oh ja, hier können wir doch eine Achterbahn durchbauen. Vielleicht können wir das hier oben nochmal wieder zumachen. Und hier können wir einen Weg durchmachen, vielleicht.
Wir nachher mal gucken, ob man hier einen Weg durchmachen kann. Da können wir eine Achterbahn durchbauen. Und könnten ja hier unten die Station. Nee, ich glaube, ich weiß was. Pass mal auf. Wir machen jetzt das hier auch ein bisschen höher. Hey. Ey, 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 ey. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen hier. Dann könnten wir nämlich. Wenn ich das gerade so richtig sehe, könnten wir hier ein bisschen, ja, Wasser reinfüllen. Das finde ich nicht schlecht. Und die Station für die Achterbahn könnten wir hier oben hin machen. Oder machen wir die hier hin? Ne, die können wir ruhig mal hier hin machen. Ja, lass uns doch mal gucken. Dann lass uns heute mal eine Achterbahn bauen. Wir nehmen. Wir nehmen. Ja, lass uns doch mal einfach die hier nehmen. Und mal gucken, was passiert. Also hier kann man ja noch einstellen. Ein- und Ausgang. Ja, machen wir das so. So. Ja, das sieht doch ganz witzig aus, da das fährt die rückwärts. Okay. Was kann man denn hier so alles machen? Was kann man hier? Show slows trains down to a stop. Aha. Ach, eigentlich wäre ja auch. Pass mal auf, wir gucken mal, ob wir eine finden, wo man richtig komplett mit anhalten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die dafür geeignet war. Was kann man denn hier so alles machen? Kann man denn hier überhaupt noch. Nee. Es wäre schön, wenn man vorher mal kurz sehen könnte, was man denn so machen kann. Naja, dann bauen wir einfach die hier jetzt mal hier hin. Und die bauen wir jetzt auch wirklich, würde ich sagen. Und wir bauen die so rum. Die sieht auf jeden Fall aus, als wenn die schnell wäre. Und das ist, glaube ich, so eine. Oh ne, was ist das denn hier? Okay. Interessant. Mal testen, ne? Bauen wir einfach mal. Nee, pass auf. Die kann man nicht schnell machen. Dann nehmen wir die hier. Weil ich nämlich eigentlich erstmal hier rum wollte. So. Hier geht's übers Wasser. Das ist doch auch gut. Also siehst du, sind wir schon ein zu weit. Hier würde ich nämlich gerne wieder gerade werden. Nein. Na, so. Und jetzt nehmen wir mal die hier. Das testen wir jetzt mal. Hier geht nichts. Höher geht die auch nicht. Und da kann man auch nur. Ah. Hä? Nee. Doch. Geht nur so. Also diese Achterbahn habe ich noch nie gebaut. Normalerweise kenne ich das, dass man. Ne? Hier noch was machen kann, aber das geht bei der hier nicht. Cable Lift End. Also auch mal klicken hier. Okay, bin ich mal gespannt, was hier gleich passiert.
Pass auf, machen wir nämlich erst noch einmal hier lang. Dann hier um die Kurve. Genau. Gucken, ob das jetzt so passt hier. Ne, halt, 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 Kollege. Du sollst da rein. Ob das passt? Wir werden es merken. Das sieht aber ganz gut aus. Oh, tatsächlich, das passt. Zack. Lass mal ganz kurz gucken. Achso, ne, hier wollen wir wieder gerade werden, glaube ich. Na, warte, das ist, glaube ich, zu krass. Zack. Und dann fahren wir hier wieder runter. Obwohl, ich glaube, die kommt da gar nicht hoch, ne? Da runter, da hoch? Nee, das wird die nicht schaffen. Da müssen wir ein Stück früher wieder zurück. So. Also runter. Genau. Das. Ah, ich glaube, das ist immer noch ein Stück zu weit. So, wir machen das anders. Wir bauen hier einmal so und bauen dort mal ein Looping ein. Oder auch nicht. Ne, da kommt die niemals hoch. Nee, das ist ja langweilig. 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 Da kommt die nie hoch. Bauen wir mal einfach das ein. Mal gucken, was passiert. Zack, zack, zack. Falsche Richtung. Genau. Jetzt müssen wir eben schauen, wo sind wir hier? Dann würde ich sagen, können wir nochmal wieder einen Kettenzug nach oben bauen. Bisschen höher, dann geht es steil nach unten und dann können wir mal von diesen, ja, Schleifen oder irgendwas, können wir mal gucken, was wir da, na, stockert ein bisschen. Eins, zwei. Und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Das sieht auch gut aus. Das machen wir. Und dann können wir hier nämlich langsam runter. Da gab es doch auch diesen
Vielleicht kommen wir da ja. Ja, nee, der passt hier jetzt gerade nicht hin, aber der andere vielleicht. Nee, der geht ja hoch. Aber das macht ja nichts. Guck mal, dann können wir den noch machen. Wo geht der lang? Da. Machen wir den hier nochmal wieder runter. Moment, da soll zu lang. So. Ja, das finde ich doch okay. Nee, 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 das ist scheiße. Warte. Das sieht man ja jetzt erst so richtig. Da fahren wir da hinten nochmal durch. Na komm, kleines Stückchen hoch. Und dann hier nehme ich jetzt, nehmen wir die Kurve. Zack, zack. Na, komm schon. Und dann kann, ja, genau so. Perfekt. So, dann lasst uns doch mal die Bahn testen. Und wir fahren natürlich mit, ist ja ganz klar. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da so gezaubert haben. Jetzt zwischendurch mal eben einen Schluck trinken kurz, aber ich finde die Bahn jetzt gar nicht so schlecht. Aber mal gucken, was jetzt kommt. Vielleicht kann man diese Antriebsräder ja auch noch ein bisschen beschleunigen. Und es geht aber ein bisschen schneller als dieser andere Kettenlift. Okay. Na. Scheiße. Da habe ich wohl die Antriebsräder vergessen. Noch nicht mal was passiert und direkt was vergessen, siehst du. Nee, hier müssen wir natürlich auch Antriebsräder einbauen. Ne, welche? Waren die hier, ne? Warum geht das nicht? Dann. Machen wir das mal anders. Dann geht es hier einmal kurz runter ein kleines Stück. Ich hoffe, das geht. Und direkt wieder hoch. Dann müssen wir den hier vielleicht auch noch mal ein kleines Stückchen verändern. Das sieht so ein bisschen schmal aus hier, ne? Als wenn das ziemlich instabil. So. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass das jetzt hinhaut. Also, nochmal. Wir wollen natürlich wieder mitfahren, ganz vorne. Und jetzt gucken wir uns das mal an, ob das jetzt hinhaut. Ja, da müssen wir auch noch mal gucken, ob man die vielleicht ein bisschen verschnellern kann. Aber das Wasser sieht auch geil aus. Also fantastisch.
Aber dieser Betonklotz da von dem Seilzug, der gefällt mir nicht so wirklich. Da müssen wir mal gucken, ob wir da so eine kleine Insel vielleicht drum zumachen können, dass dieser Betonklotz versteckt ist. Oder mit ein paar Bäumen und Büschen arbeiten und sowas. Oder irgendwie müssen wir mal gucken. Irgendwas wird uns da einfallen. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich, aber eigentlich müsste das hinhauen. Ah, das ist aber immer noch nicht so, weil das jetzt wieder so lahmarschig vorangeht. Aber es ist ein schöner Ausblick. Das gefällt mir. Trotzdem sieht dieses Teilstück der Bahn ziemlich, instabil aus. Na, jetzt ruppelt es gerade ein bisschen, aber das finde ich geil. Das ist gut. Na, was ruppelt das denn so? Oh, Leute, 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 Leute. Das passt überhaupt nicht. Zack, geht's wieder zurück. Da haben wir noch jede Menge Arbeit vor uns. Ich würde sagen, wir machen das hier komplett weg, dieses Stück. Komm, ich mach's einfach mal. Dann seht ihr ja, was ich meine. Das fing von hier an. Hey, falsche Richtung. So, das hier soll weg. Das ist alles weg. Das hier auch. Nein, nicht das on. Das hier oben. Genau, nein, 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 du sollst weg. Du auch. Du auch. Du auch. Wir machen das nämlich folgendermaßen. Wir gehen hier noch ein Stück hoch. So vielleicht. Mal kurz gucken. Und dann fahren wir hier gleich runter und schließen dort an. Ich würde sagen, das müsste reichen. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Nee, da ist ja wieder dieser komische Buckel drin. Vielleicht müssten wir das direkt hier machen. Was ist denn das da für ein Buckel? Ja, warte, wir verbinden das mal eben. Den Buckel hier können wir ja auch jetzt noch rausmachen. Der sieht ja ein bisschen eigenartig aus. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Na, komm schon. Hey. Der sieht ja eigenartig aus hier. Wir testen es mal eben. Auf jeden Fall schon mal das Problem umgangen oben mit diesen komischen Antriebsrädern, die ja nicht wirklich das bringen, was ich gedacht hatte. Und dann wollen wir mal schauen. Schneller, schneller, schneller. 5 mph. Also 5 Meilen pro Stunde, beziehungsweise 4,5. Kann sich auch nicht so richtig entscheiden da. Ist ja nicht so viel, ne, Leute? Das ist ein bisschen wenig. Wir fliegen bis zum Mond. Das ist schon, oh, schöne Aussicht.
Schöner Blick da hoch. Das gefällt mir. Jetzt muss das doch aber klappen. Jawohl, perfekt. Also irgendwie finde ich das gar nicht schlecht. Also ich kann damit leben. Oder was? Doch, da kann ich mit leben. Das finde ich gar nicht schlecht da. Jetzt bin ich mal auf den restlichen Teil gespannt, was wir da so fabriziert haben. Oh, jetzt kommt er da nicht runter. Doch, ich wollte gerade sagen, jetzt bleiben wir da oben wieder hängen oder was? Na, kommen wir da hoch, kommen wir da hoch? Ja, perfekt. Ja, Leute, und was sagt ihr? Also, ich finde die gar nicht schlecht. Stopptest. Da kann ich mit leben. Absolut. Passt hier auch super rein. Also, das gefällt mir. Mal gucken, ob es den 1100 Besuchern, die wir haben, auch gefällt. Ich will's hoffen. Wenn nicht, dann, ja, eine andere Achterbahn gibt's nicht. Punkt. Ende der Diskussion. Nee, Quatsch. Gefällt mir super. Und in der nächsten Folge machen wir dann den Eingangsbereich dafür fertig. Und ein bisschen... In der nächsten Folge, genau, da machen wir mal ein bisschen Deko. Brauchen wir unbedingt. Wir können ja vielleicht auch hier diesen, ja, See, whatever, mit dem hier unten verbinden. So eine Art Wasserfall. Das wäre auch mal interessant. Aber ich glaube, das geht nicht. Ne, ich glaube, das müssen wir mal testen, ob da irgendwas möglich ist. Aber ich glaube nicht. Aber wer weiß. Testen wir einfach mal. Und das machen wir mal in der nächsten Folge, falls wir dazu kommen. Bis dahin sage ich erstmal, ja, ciao und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Und gerne auch ein Abo da. Und ja, einen schönen Tag euch noch. Tschüss.